Guten Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Ich befinde mich wieder in Sörenberg. Vorne ein Blick auf die Schrattenfluh. Ich habe heute wieder eine ganz schöne Wanderung von mir. Dazu jedoch später weitere Infos. Jetzt geht es erstmals zur Kirche. Guten Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Ich bin soeben in Sörenberg gestartet. Ein paar Leute kennen diesen Weg, wo ich da jetzt mache, und die möchte ich heute Morgen ganz herzlich begrüßen. Das ist der Uwe und der Stefan, die Therese und die Ruth. Ich habe vor noch nicht so langer Zeit mit ihnen einen großen Teil von dieser Wanderung gemacht. Ich wünsche viel Vergnügen. Das da hier ist übrigens die Waldemme. Der werde ich jetzt ein großes Stück folgen. Schon der Anfang ist ganz schön. Schaut, was ich da hier noch gesehen habe. Ein mächtiger Hirsch. Der ist jetzt aber ganz merkwürdig still. Und da vorne ist noch ein Bär. Da bekommt man schon langsam mit der Angst zu tun. Hoffentlich hat der nicht genügend Appetit, um mich aufzufressen. Ah nein, er hat einen großen Fisch. Da bin ich ja beruhigt. So, jetzt geht der Wanderweg da weiter. Der Emme-Uferweg. Sehr gut ausgeschildert. Und da ist irgendwie noch ein Xylophon aus Holz gebaut. Mal schauen, ob das tönt. Doch.
So, ich gehe weiter. Kann mir jemand von euch sagen, wie man hier auf der Waldemme mit diesem Boot da fährt? Da wäre ich ja schon gespannt. Da hier bin ich letztes Jahr fast um dieselbe Zeit wie jetzt hochgestiegen, dann da oben durch und da vorne wieder runter und da alles dem Hang entlang. Das war eine ganz schöne Wanderung damals auf die Schrattenflug, aber auch eine gefährliche. Was ist denn da mit dieser Brücke los? Da ist wieder eine gute Beschilderung. Und sogar noch eine Schwefelquelle. Da ist eigentlich der Durchgang gesperrt. Ich gehe jetzt aber trotzdem mal da runter, weil es interessiert mich, wie da der Weg aussieht. Gehe ich trotzdem mal da runter. Das auch für meine Freunde noch unbekannt. Wir haben letztes Mal die Umleitung genommen. Von da kommt jetzt die Waldemme runter und schon da hier hat es sehr viel vom Weg weggerissen. Mal schauen, ob ich da noch durchkomme. Da muss doch gerade sehr viel Wasser gekommen sein. Wahnsinnig, wie das da aussieht. Alles weggerissen. Das ist ja wahnsinnig.
dieses viele Holz da. Schauen, ob ich da noch weiterkomme. Ja, da war der Weg. Ist alles weg. Da ist der Weg wieder ganz schön. Aber das Wasser muss bis hier hochgekommen sein, damals. Da sieht man, wie die Waldemme ab und zu gewaltig sein kann. Da hat es auch sehr, sehr viel weggerissen. Ha. Da musste ich jetzt ein wenig absteigen. Und da vorne kann ich dann wieder hoch in den Weg. Da ist noch ein Bänkli, ein schöner Aussichtsplatz. Ich habe es mir viel, viel schlimmer vorgestellt. Und jetzt kann ich die Waldemme schon bald verlassen, habe da vorne wieder einen kleinen Aufstieg. Schon da hier fängt es an, geht von da wieder hoch. Da geht es doch jetzt gerade steil hoch. Oh. Jetzt habe ich wieder einen Aufstieg geschafft. Wie gesagt, letztes Mal sind wir nicht hier durchgekommen. Da sind wir da oben
bei diesen Häusern durch die Straße nach vorne gekommen. Und ich glaube, es war besser so. Weil unten an der Waldemme war es zum Teil schon ein bisschen eine Kletterei. Von daher sind wir das letzte Mal gekommen. Und ich komme jetzt von daher unten hoch. Und mein Weg geht jetzt da weiter. Schön. Heute dreht sich das Wasserrad. Da vorne noch alles voll mit Blumen. Da ist ein Hofladen, da kehre ich mal jetzt ein. An diesem Hang entlang bin ich alles gewandert. Und hier ungefähr auf dieser Höhe da geht der Wanderweg durch. Dann musste ich wieder da hoch und da auf der anderen Seite geht es ganz, ganz steil wieder runter. Dort haben sie sogar noch ein Seil hingespannt, wo man sich gut daran halten kann. Und dann musste ich wieder hoch. Und dann noch ein ziemlich langes Stück. Heute wieder so schönes Wetter. So schade, dass das letzte Mal, wo wir da durchgegangen sind, nicht so schönes Wetter war wie heute. Ist das nicht schön? Diese bunte Farben da. Und der Ausblick. Doch einfach schön. Jetzt habe ich wieder einen steilen Abstieg. Das ist dann das, was ich weiter vorne wieder hochsteigen darf. Und das geht dann noch ziemlich weiter nach oben als da runter. Dann ein bisschen aufpassen wegen dem Ausrutschen.
diese Wege sonst nicht so gerne. Da hat es ein paar ganz enge Kurven. Da darf ich nicht so zu schnell rein, sonst kommt das nicht gut raus. Bin ich auf einmal neben dem Weg. Ich bin wieder fast schon im Tal unten. Da ist wieder die Waldemme. Ja, da vorne habe ich es jetzt geschafft. Wieder ein paar Rinder in der Mittagspause. Ja, da oben war ich irgendwo. Noch mehr auf diesem Teil da hier. Da irgendwo oben durch geht der Weg und dann durch diese Lücke. Jetzt kann ich diese Treppe hoch da. Und da oben ist wieder ganz ein schöner Wanderweg. Und jetzt noch einen Blick zurück. Ist ganz schön. Es ist so richtig schön, durch diese herbstliche Landschaft zu wandern. Schon bald ein bisschen heiß, fast sommerliche Temperaturen. Dann diese Stelle hat es auch einen kleinen Teil vom Wanderweg weggerissen. Weil die Waldemme, die kommt ab und zu schon mit sehr, sehr viel Wasser. So zum Beispiel nach einem Gewitter. Da oben hat die Waldemme eine ganz enge Stelle. Und sehr viel Geröll.
Ich gehe ja heute noch ein bisschen einen anderen Weg und könnte da hier schon abzweigen. Das mache ich aber jetzt nicht. Ich gehe noch ein bisschen nach vorne und zweige dann weiter vorne ab. An dieser Stelle ist vom Weg auch wieder sehr viel weggerissen worden. Nochmals einen Blick zurück. Da die Waldemme. Und da geht es doch ziemlich steil wieder auf diesen Berg hoch. Und ich werde jetzt noch auf diesen Berg hier hochsteigen. Wobei nicht bis ganz nach oben. Weil da in diesem Tal hinten hat es noch zwei Sehenswürdigkeiten. Und die möchte ich noch besuchen. Schön dieser Glockenklang. Und da hier vorne zweige ich jetzt dann ab. Nach rechts. Und da beginnt dann mein Aufstieg. Da zweige ich jetzt ab. Hier sind wir das letzte Mal weitergegangen. Und ich gehe jetzt nach da hinten. Leider ist das Alprestaurant Steldeli zu. Aber jetzt. Da fange ich jetzt mit dem Aufstieg an. Jetzt habe ich eine lange Straße vor mir. Da sieht man jetzt schön die Toblerones. Das sind Panzersperren. Noch vom Zweiten Weltkrieg her. Schön, schon den Ausblick, den ich jetzt habe von da. Das geht immer ein bisschen weiter hoch. Da hinten sehe ich schon mein Highlight, das eine von heute. Zwar hier diese Brücke da. Ich hoffe, man sieht es. Dort komme ich durch. Aber jetzt zuerst geht's diesen Berg da hoch. Da hinten sieht man die Brücke. Und auch dort ist der Wasserfall. Da hier unten irgendwo komme ich dann durch. Und da, ganz vom Tal unten, komme ich jetzt hoch. Da drüben die Schrattenfluh. Und mein Weg geht jetzt hier hoch. Wow, doch ziemlich steil. Diesen steilen Hügel komme ich jetzt hoch. Thank you.
Jetzt geht der Wanderweg nicht mehr ganz auf diesen Berg hoch. Diesen Aufstieg von da ganz unten habe ich jetzt schon gemacht. Und da drüben bei dieser Scheune da, dieser Alp, dort komme ich heute auch noch durch. So, jetzt geht es da noch weiter hoch. Jetzt ist es sehr angenehm für den Aufstieg, da im Schatten. Schöner Ausblick auf die Alpen. Schön da oben. Und ich gehe jetzt da noch weiter hoch. Da hoch, durch diese Geröllhalde, geht jetzt der Weg. Ganz ein schöner Ausblick. Und ich komme da immer mehr ein bisschen in die Steile rein. Jetzt habe ich doch schon wieder einen ziemlich steilen Aufstieg gemacht. So, endlich komme ich wieder in eine Weide. Da durch diesen Bergweg bin ich jetzt hochgestiegen. Eine wunderbare Aussicht. Da ist ein großes Waldgebiet. Und hier oben, irgendwo nicht mehr so weit von da, ist der höchste Punkt von meiner heutigen Wanderung. Da sieht man nicht mehr so viel vom Weg.
und dort vorne, das ist mein höchster Punkt von heute. Wow! Da ist noch eine Materialseilbahn hoch. Da heißt es noch nach Frühling. Vorsicht, steiler Abstieg wahrscheinlich hinten dran. Und ich sehe jetzt diesen Pfad da, Richtung Flüeli, 2 Stunden. Und da ist eine ganz schöne Alp. Das ist jetzt meine höchste Stelle von heute. Und wahrscheinlich auch das letzte Mal, wo ich dieses Jahr so weit hochgehe. Schöne Alp da oben. Und man könnte jetzt noch da ganz oben drauf, diesen Berg. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich gehe jetzt wieder runter ins Tal. Da habe ich einen nicht so schönen Weg. Aber er ist sicher nicht so steil wie der Aufstieg, und dort drunter wäre kritischer gewesen als jetzt da, dort wo ich hochgekommen bin. Riesige Waldgegend. Eine interessante Wasserfassung. Diese Abstiege habe ich gar nicht gern. Man muss sehr aufpassen, dass man auf diesen Steinen nicht ausrutscht. Ich habe lieber so Bergwege und nicht so wie da. Jetzt habe ich doch schon ziemlich an Höhe verloren. Da unten wird auch wieder Wasser durch eine Holzleitung zum Brunnen geführt. Ist noch interessant. Und da einfach die schöne Bergwelt. Ist doch einfach schön. Da ist noch eine große Grube. Und jetzt bin ich dann da im Tal unten. Es ist dann nicht mehr so schlimm mit dem Abstieg. Jetzt führt mein Weg Richtung Kesseloch. Da kann ich jetzt auch die Straße verlassen. Da über diesen Grat, da gerade vorne, bin ich auch schon mal. Und heute bin ich irgendwo hier hoch.
die mächtige Schrattenfluh. Da hier vorne, da bin ich durch letztes Jahr. Und jetzt bin ich da drüben, diesem Hügel hoch. Jetzt geht's da runter. Darunter auch noch romantisch. Diese riesigen Steine da unten. Wow. Da geht es steil runter. Wow. Bei Nässe möchte ich da nicht runter. Wobei auch bei Trockenheit ist es glatt. Schön langsam, dann geht das gut. Da diese Treppe runter. Schau mal da, diese schöne Natur. Und da geht's jetzt über die Brücke. Das ist nicht für alle Leute.
Yeah, wie das da aussieht. Und da unten auch. So schön da oben. Oh. So. Nochmals einen Blick auf die Brücke und jetzt gehen wir noch darunter und in das Chessiloch hinein. Wow, das da hinten aussieht. Da oben ist die Brücke. Von da kommt man jetzt runter. So, eine gewaltige Schlucht.
das hätte ich jetzt nie gedacht, dass da hinten die Natur so ein schöner Wasserfall geformt hat. Ist einfach schön da hinten. Da ist ein sehr schöner Verpflegungsplatz mit allem drum und dran. Da mache ich jetzt auch noch eine kleine Pause. Als ich da runtergekommen bin, war alles voll. Und oben noch die Brücke. Da oben war ich. Und da sind die Flüsse doch ziemlich wild. Jetzt geht der Wanderweg weiter da runter. So, jetzt bin ich schon ziemlich unten. Da oben bei diesem Bauernhaus bin ich heute Mittag durchgekommen. Einen Blick zurück. Oh, ist doch so schön einfach. Da drüben sieht man nochmals die Panzersperren. Die waren sicher bis hier zur Straße. Und da vorne ist schon mein Ziel, sind schon die ersten Häuser von Flüeli. Heute, kurz vor dem Mittag, stand ich da hier hinten und bin dann in dieses Tal da nach hinten gegangen. Und auf diesen Berg, der da ein bisschen versteckt ist, da hier hoch, da bin ich fast gewesen. Und dann zum Hessiloch und jetzt da hier nach vorne gekommen. Jetzt habe ich noch 15 Minuten bis zu meinem Ziel. Ja, die Waldemme. Und da. Ganz ein schöner Wanderweg. Und hier nochmals einen Blick Richtung Berge. Ich möchte in Flüeli noch die Kirche besuchen, da sie das letzte Mal geschlossen hatte. Noch ein schöner Teich. Ich habe Flüeli erreicht. Da unten ist noch die Waldemme. Es hat nicht so viel mehr Wasser. Ist doch ziemlich trocken. Schön.
Jetzt besuche ich dann noch schnell die Kirche. Jetzt habe ich da noch eine Allee. Mir noch einen Abstecher da hoch zur Kirche. Und beenden dann da oben auch unsere heutige Wanderung.